Unser Handykonsum steigt und steigt. Mit unserer fairen Woche vom 7. bis 17. Oktober möchten wir als Fairtrade-Gemeinde Olpen auf die unfairen Bedingungen aufmerksam machen, mit der die Herstellung unserer Handys beginnt. 3,2 Millionen ungebrauchte Smartphones schlummern in unseren Schubladen. Die darin verarbeiteten Rohstoffe werden vielfach unter schlechten Bedingungen und ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen, unter anderem im Kongo, abgebaut. Unser Konsum an Innovation verschlingt dabei Unmengen an Gold, Silber, Platin, Kupfer und Kobalt. Oft wird dabei vergessen, dass hinter dieser Rohstoffgewinnung oft auch Kinderarbeit und miserable Lebensumstände stecken. Werden Handys also achtlos weggeworfen und nicht richtig recycelt, gehen tonnenweise wertvolle Ressourcen sinnlos verloren. Das geht auch anders. Macht mit bei der fairen Woche und sammelt mit eurer Schule alte Handys fürs Recycling. Nicht nur ihr, sondern auch die Menschen im Kongo können dabei etwas gewinnen. Denn für jedes gesammelte Handy gibt's eine Spende für das Waisenhaus- und Bauernhofprojekt von Bana Kelasi. Du hast es in der Hand. Jetzt mitmachen!